Ungeheuer Gutes. Zusammen. Und willkommen zu einer weiteren Runde. Minecraft Aura mit German Let's Play. Allerdings werden wir uns jetzt trennen, denn wir haben beide ein Thema anzusprechen, beziehungsweise verschiedene Themen, die ja, wir am besten einzeln ansprechen, damit wir uns gegenseitig nicht reinreden. Wir machen es diese Folge so. Und erzähl du mal, was wir in der nächsten Folge vorhaben. Wir wollen spielen. Ja. Gut also erklärt, Folge, also ich kann es einfach. Diese Folge spielen wir quasi alleine und in der nächsten Folge spielen wir dann zusammen und ich würde sagen, Manu, dann bis zur nächsten Folge. Ja, bis gleich. Naja, eigentlich sind wir ja nicht alle, also ich dachte mir, das wäre jetzt vielleicht besser, einfach damit noch einer auf dem Server ist. Hallo. Ich fühle mich gerade gar nicht so, als wenn ich hier wirklich aufnehmen würde und ich, boah, oh nee, ey. Oh nee, jetzt habe ich keinen Stein mehr und der Cobblestone-Generator ist kaputt. Ach komm, ich bring mich um. Ah! Das war echt... Ich bin schon gefährlich. Was wollte ich da überhaupt machen? Ich wollte da, glaube ich, nach rechts biegen, oder? Alter, wie ich einfach nicht mehr weiß, was ich hier machen... Nee, ich wollte es nach oben machen. Ah, genau. Genau, ja so. Genau so. Und wie mache ich das da? Nee, das war doch nicht Sinn der Sache. Bin ich behindert? Ich habe keine Ahnung, was ich machen wollte. Aber Leute, die letzte Aufnahme ist ungefähr, weiß ich gar nicht, 10 Stunden her und ich bin seitdem nicht schlafen gegangen. Ihr wisst genau, was das bedeutet. Ich bin... Was machst du denn hier? Arschloch. Noch behinderter als sonst. Aber ich weiß gerade echt nicht, was ich hier machen wollte. Ist ja richtig krass. Ich glaube, ich wollte das nach oben bauen. Aber das wäre nicht das Problem. Ich überlege gerade, wo mein Problem überhaupt war. Irgendwo muss ja hier ein Problem gewesen sein. Ich weiß so gerade echt nicht, welches. Keine Ahnung. Ich muss meinen letzten Part nochmal gucken. Das würde ich euch auch empfehlen. Weil der letzte Part bestimmt richtig gut war. Alter. Er schlägt mich einfach. Ey, ich finde, so lebt man richtig gefährlich. Wenn man einfach hingeht und jemanden schlägt, weil man gar nicht einschätzen kann, wie viel HP dieser Mensch überhaupt hat. Soll ich das jetzt echt einfach... Ich weiß nicht, Leute, ich weiß nicht. Das ist dann echt wieder so richtig blockig. Blocker easy. Ich mach das einfach doppelt so hoch. Warum auch immer, ich tu's einfach. Ich erweitere das da hinten jetzt. Ist natürlich super schön. So. Ich könnte aber auch eigentlich jetzt, wo ich so richtig krebsig verpeilt bin, hingehen und etwas für die Gemeinschaft tun. Das wäre doch richtig toll. Aber erstmal gehe ich zu Simon und schlag den Arschlochkopf. Den mache ich jetzt erstmal fertig. Und ich habe sogar noch ein Trostpflaster für euch, Leute. Ich werde jetzt nicht nur diesen Part hier im schlechten Zustand aufnehmen. Nein, ich werde danach noch einen Part aufnehmen. Ist das nicht toll? Ich glaube schon, oder? Alter. Okay. Da ist er. Da ist er. PvP-Event 2.0. Nee, 3.0. Ich töte dich, du Arschloch. Weiß genau, wo es hier hochgeht. Ich überrasche ihn. Oh. Nein, hätte einfach ja sagen sollen. Ach, ey. Ey, den Mios gespielt. Boah, ist das ein sinnloser Part. Aber finde ich gut. Denn sonst habe ich mich eigentlich immer dazu genötigt. Hä? Ach so. Ganz schnell etwas zu schaffen.
Aber jetzt gerade bin ich richtig entspannt, Leute. Bestimmt, weil ich gleich einschlafe. Komm, ich bin einfach nett. Aber bevor ich richtig nett werde... Nee, komm, ich baue jetzt erstmal hier die Teile ab. Und dann baue ich den Zaun, den ich, glaube ich, schon am Ende des letzten Parts bauen wollte. Ich glaube schon, das wollte ich. Ich glaube, das wollte ich. Es empfiehlt sich übrigens nicht, also jetzt beim Gucken, in die Kommentare zu schauen. Denn da könntet ihr eventuell gespoilert werden, aber das wisst ihr, glaube ich, schon, größtenteils. So, ich gehe ins Bett. Nur nicht mal meins, sondern eher ein fremdes. Ha, es hat geklappt. Er war schlafen. Wir wollen einfach schlafen. Ich hätte jetzt eher damit gerechnet, dass er noch richtig lange warten muss. Oh nein. Oh, ich habe noch eine Axt. Alter, dass ich so viele Äxte habe. Ich hätte damit gerechnet. Ich bestimmt nicht. Was ist da? Okay. Aufheben. Alter, geht denn hier ab? Wie wächst der denn? Was ist das denn für ein Baum? Ach so, ich hatte übrigens gerade bei Twitter eine Fragerunde gestartet. Hashtag AskGLP. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen traurig, aber ich habe, ich glaube, weiß nicht, 100 Fragen davon durchgelesen jetzt vor der Aufnahme. Und keine davon hat mich so gereizt, dass ich mir dachte, okay, die muss ich jetzt auf jeden Fall beantworten. Denn das waren eigentlich alles Fragen, die für mich persönlich schon so heftig ausgelutscht sind. Das ist richtig eklig, Leute. Das ist richtig eklig. Richtig bah. So. Das nutze ich jetzt einfach mal dafür. Das waren Sticks, ne? Warte mal. Sticks. Sticks? Ja. Sticks. So. Genau. Ja! So macht man Zäune. Hui. Zack. Nochmal Sticks. Schön. Einfach richtig schön. Und jetzt nehmen wir die Teile hier und machen die zu Holzkohle. So, ausgetauscht. Und dann noch ein paar Setzlinge aufheben. Einfach, weil ich richtig nett bin. Guck mal, da hat er mir noch was zu essen zugesteckt. Richtig schön. Zack, zack, zack. Sollte reichen. Da wohnt Dario. Der Part von ihm kam gestern, glaube ich, an. Vorgestern für euch. Da hat man ihn da gesehen, wie er das gebaut hat. Genau, und jetzt werden wir einfach mal das Ganze hier etwas absichern. Müsste eigentlich hier hochgezogen werden. So. Anders macht es ja keinen Sinn. Ja, sehr gut. Das dann ein hoch. Na. Na doch, das macht's auf jeden Fall sicherer. Deswegen mache ich das jetzt einfach mal. Tut mir echt leid, wenn das scheiße aussieht, aber eigentlich sieht's besser aus, wenn man irgendwie eine Treppe hochgeht. Na wohl, warte mal. Einfach so? Ja, ne? Oder so? So sollte reichen. Ja. Kann ich mitleben. Kann ich da drüber? Nee. Dann natürlich noch die Fackeln, damit ihr nichts spawnt. Sollte aber eigentlich sowieso nicht. Zack. Schön. Na, nicht schön, aber wenigstens klappt es so. Dann mache ich mal eben so. Einfach, damit ich es ein bisschen sicherer habe. Leute, ich habe echt Angst.
Wer geht da überhaupt hin? Wer will denn da leben? Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Wer wird dort einziehen? Wer kommt als nächstes ins Big Brother Haus? Okay. Verschönern werde ich das Ganze natürlich auch noch. Aber das ist jetzt erstmal nicht mein Problem. Ich werde jetzt erstmal bauen. Warum ist das hier eigentlich frei? Und warum habe ich das da nicht gemacht? Bin ich kacke? Bin ich irgendwie scheiße? Soll ich das erst an einer Seite machen und dann auf der anderen? Also einen weiter oben meine ich. Oder bei beiden gleich? Ich glaube, bei beiden gleich wäre schöner. 4. Ja. Ich mach's bei beiden gleich. Ach man, dass ich darauf nicht schon eher gekommen bin. Guck mal. Neues nach vorne, boah. Das war schon richtig gefährlich, Leute. Ich sag's euch. Man glaubt es nicht, aber ich bin schon ziemlich gefährlich. Ziemlich gefährlich. Haben die anderen Leute bei Big Brother eigentlich irgendwie eine Belohnung bekommen? Der erste Platz hat irgendwie 1 Million bekommen. Damals. Oder 500.000 oder so. Aber sonst? Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. 1, 2, 3. 4. Ich meine, ich verstehe den Reiz durchaus, aber irgendwie, das waren alles größtenteils nur Assi-Menschen, hatte ich das Gefühl, und darauf hatte ich dann auch keine Lust. Ich mag das nicht so gerne, wenn da überall Assi-Menschen sind. Was mache ich denn jetzt hier? Soll ich das echt? Ich könnte so eine Art, ich weiß nicht, ob das aussieht. Ich glaube aber eigentlich nicht, weil das ist halt jetzt in so einem blockigen Stil. Die ganzen Verschönerungen werde ich sowieso erst danach machen. Symmetrisch sollte es aber trotzdem sein. Ich mache jetzt erstmal so. Ja, komm. Da habe ich mich überredet. Sir. Wieder kaum was geschafft in dem Part. Unfassbar. Weiter geht's. Oh nein, Simon kommt. Weiche von mir. Ah! Nein! Nicht Simon. Ma. Das ist aber echt cool, voll die Abkürzung. Ich kann dann auch beim PvP-Event einfach da rausspringen. Oh ja, oh ja. Oh. Das war noch nicht nur 3. Alter, ich kann mir aber auch gerade nichts merken. Ich habe ja echt ein... 3, doch waren es echt. Ich habe echt ein beschissenes Gedächtnis. Dann habe ich das jetzt schon falsch gebaut. Alter, bin ich behindert? Aber wenn ich lange wach bin, hör mal, dann geht es bei mir richtig ab. Dann denke ich mir aber richtig, YOLO, YOLO, HODA, DOLO. Das geht so schnell weg. Was ist denn los? Aber gut, ich kann wenigstens darüber springen. Das ist ein kleiner Trost. Nur wie mache ich das hier? Vielleicht sogar einfach so ein Zäunchen. Mit Glas will ich nicht arbeiten, weil ich die Ressourcen nicht den anderen wegnehmen möchte. Wir haben ja sehr wenig Sand. Und das kann ich denen einfach nicht antun, den Leuten. Das möchte ich einfach nicht. So was mache ich nicht. So einer bin ich nicht. So ein Arschloch. Ich würde aber so viel Zeit sparen, wenn ich echt hingehe und einfach einen Part nur diese scheiß Holzstämme sammeln. Aber nein, ich denke mir immer nur, nee, Manuel, nee, denke ich mir. Nee.
Soll ich? Ja klar, ich kann doch dann hier eine Zauntür machen. Ob das jetzt so schön ist? Naja, ich bezweifle es. Aber ich brauche auf jeden Fall irgendwie was, was mir beim PvP einen Vorteil gibt. Aber ich würde sagen, das war es eigentlich jetzt auch schon von dem Part. Wäre nett, wenn ihr bewerten würdet. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss, bis dann.